Hallo, mein Name ist Katharina Mikada. Ich bin Sängerin und Schauspielerin und es gibt Neuigkeiten. Vielleicht wundert ihr euch, dass ihr einige Videos hier auf diesem Kanal nicht mehr findet. Das hat folgenden Grund. Ich bin von Cancel Culture betroffen und habe mich deshalb zu meinem Schutz entschlossen, diverse Videos auf privat zu stellen. Sollten sich die Zeiten wieder zum Besseren wenden, werde ich die wieder veröffentlichen. Heute gibt es ausnahmsweise keine Satire, sondern meine gesammelten Gesundheitshacks der vergangenen Jahre. Ich beschäftige mich schon viele Jahre mit Naturheilkunde und auch schon vor 2020 möchte euch hier meine gesammelten Gesundheitshacks vorstellen. Erstens, Vitamin D. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber viele Menschen haben einen Vitamin D-Mangel. Vitamin D ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern ein Hormon, genauer gesagt ein Prohormon, das über die Sonne auf der Haut gebildet wird. Das aber nur, wenn der Einfallwinkel der Sonne mehr als 45 Grad beträgt. Also in dem Fall hier zu wenig. Das ist etwa so, ja? So. Das bedeutet, dass wir hier in Mitteleuropa zwischen Oktober und März kein Vitamin D über die Haut bilden können. Und das erklärt auch, warum hier besonders im Februar und März die Grippewellen toben. Denn die Vitamin-D-Speicher der meisten Menschen sind einfach leergefegt. Deshalb ist es sehr wichtig, über den Winter auf jeden Fall Vitamin-D einzunehmen. Auch im Sommer, wenn man nicht regelmäßig seine Mittagspause im Minirock und Top in der Sonne verbringt. Ein optimaler Vitamin-D-Spiegel liegt bei 60 bis 80 Nanogramm pro Milliliter. Dann ist man wirklich auf der sicheren Seite. Und das kann man messen, was ich euch auch wärmstens empfehle. Vitamin D ist ein super Immunbooster und schützt so vor Infektionskrankheiten jeder Art, ganz besonders vor schweren und tödlichen Verläufen. Außerdem hat Vitamin D noch einige andere wichtige Funktionen im Körper und darüber könnt ihr euch bei Professor Dr. Jörg Spitz informieren. Es gibt Infos in der Videobeschreibung. Zweitens, schräg schlafen. Schräg schlafen? Das klingt schräg, oder? Aber schon die alten Ägypter haben gewusst, dass das gesundheitsförderlich ist. Denn in den Pyramiden hat man Betten gefunden, die am Kopfende um einiges höher waren als am Fußende, sodass eine Neigung von etwa 5 Grad entstand. Das hat diverse gesundheitliche Vorteile. Es ist ein kostenloser Gesundheitshack, den ihr ganz einfach ausprobieren könnt. Ihr braucht einfach nur an euer Kopfende entsprechend der Länge des Bettes ein paar Bücher zu legen. Meistens sind das so um die 17 cm. Das kann man mit dem Satz des Pythagoras ausrechnen. Und schon habt ihr ein schräges Bett. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht nur das Kopfende höher stellt, wie man das bei manchen Lattenrosten machen kann, sondern das gesamte Bett neigt. Nur so hat es diesen gesundheitlichen Effekt. Viel Spaß dabei! Drittens, Sprachgesundheit und Sprachhygiene. Wem bereits beim Sprechen das Innen flüssig über die Lippen kommt, ist besonders gefährdet. Mir wird regelmäßig übel, wenn ich höre Fahrradfahrer, Innen, Student, Innen. Ich habe nichts dagegen zu sagen, Studentinnen und Studenten. So viel Zeit muss manchmal sein. Aber alle anderen Innens mit Sternchen und Doppelpunkt sind eine Verunstaltung der Sprache und ein Ergebnis von ideologischer Gehirnwäsche. Ich muss zugeben, dass ich jahrelang das Innen mit großem I geschrieben habe. Und ich war dafür als Emanze verschrien. Das war noch Rebellion. Aber wenn das Gendern von der Politik verordnet wird, dann hat das nichts mehr mit Rebellion zu tun, sondern mit Ideologie. Und jetzt Frauen aufgepasst. Übertreibt's nicht mit dem Entgendern. Die Einzahl ist nach wie vor differenziert. Das heißt, ich bin Vegetarierin. Ich bin Fleischesserin. Ich höre regelmäßig Frauen sagen, ich bin Sänger, ich bin Schauspieler. Das ist einfach sprachlich falsch. Sprache ist Bewusstsein und deshalb ganz direkt mit geistiger Gesundheit verknüpft. Sprachhygiene hält somit das Gehirn gesund und schützt vor ideologischer Indoktrination. Immer schön wach bleiben. Weitere Gesundheitshacks findet ihr in der Videobeschreibung. Und nun wünsche ich euch ein wundervolles und waches Jahr 2024.